liebe Barbara, liebe Günther, liebe Johanna, lieber Harald, liebe Kollegen vom Puppentheater Magdeburg und von der Villa P, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen eine kleine Einführung in die Ausstellung geben, die Sie gleich sehen werden, und in das Werk von Barbara und Günther Weinhold. Es ist eine Ausstellung über Pioniere der Puppentheater-Szenografie, die zwischen Kunst und Handwerk stehen, die aber nie Kunsthandwerk produziert haben. Pioniere, habe ich eben auch im Titel erwähnt. Ich denke jetzt nicht an junge Pioniere, das ist ein bisschen lange her, aber Pioniere sind sie tatsächlich gewesen. Dafür müssen wir uns nochmal die Ausgangslage zurückdenken. Wir sind in den 70er Jahren, in der tiefsten DDR. Damals wurde nicht sehr viel Wert auf Tradition gelegt. Und die Tradition des deutschen Puppentheaters, das war Marionettentheater, Handpuppentheater mit Kasper, aber in jedem Falle Holz. Das alles wurde damals abgelehnt. Die Vorbilder, weil es eben keine eigene Szenografie gab, waren zuerst die Sowjetunion. Bald hatte man sich daran abgearbeitet, dann kam die Tschechoslowakei, Polen, Rumänien und ganz zum Schluss, das muss ich jetzt auch nicht nur zeitlich sagen, Bulgarien. Und irgendwann hatten alle irgendwie den Kanal voll von dieser ganzen Geschichte. Es musste was Eigenes entstehen. Und bis dahin wurde wirklich die Tradition in der DDR verleugnet. Man hat ganz viele Sachen einfach nicht mehr gemacht. Das war in den 50er Jahren dann abgeschafft worden, brauchen wir nicht, wir machen das jetzt alles anders. Und in diesem Moment entsteht etwas, was für dieses Puppentheater in der DDR ganz wichtig war, nämlich, was lange vermisst wurde, eine eigene Ausbildungsstätte, die dann im Jahre 1971 in Berlin an der staatlichen Schauspielschule geschaffen wurde, heute eher bekannt unter dem Namen Ernst Busch. Jetzt möchte ich gerne Ihnen die beiden Künstler, die heute ausgestellt werden, ein wenig näher vorstellen. Sie sind seit vielen, vielen Jahren in Berlin ansässig, aber ihre Wurzeln sind etwas weiter im Süden, geboren in Altenburg bzw. in Meißen. Und dann kam erstmal das Studium und das war in Dresden. Wobei, zu DDR-Zeiten war das so, dass kaum jemand ein künstlerisches Studium einfach so begonnen hat. Das heißt, vorher stand immer eine Berufsausbildung. Und die war beim Günther eine Berufsausbildung zum Elektrolokomotivführer. Und bei Barbara, da sind wir schon eher im künstlerischen Bereich, zur Offset-Retuscheurin. Beide haben dann im Jahre 1968 eine Ausbildung begonnen an der Kunsthochschule in Dresden, wo es etwas ganz Besonderes gibt, auch heute noch, obwohl es immer wieder umkämpft ist. Man kann nämlich in Dresden nicht nur Bühnenbildner werden, man kann auch eine Ausbildung machen als Theatermaler oder als Theaterplastiker. Die beiden haben sich damals für die Theatermalerei entschieden und dann in Dresden kennen und lieben gelernt. Und Günther hat mir mal gesagt, dass das eigentlich das falsche Studium war. Er hätte gleich Theaterplastik machen sollen. Aber vielleicht war es eben doch das richtige Studium, um nämlich dann diesen Weg zu gehen. Jetzt braucht man aber noch die Gelegenheit. Die beiden gingen erstmal nach Berlin an zwei verschiedene Häuser, nämlich an die Komische Oper und an die Staatsoper. Und Günther hat damals sich schon mit Holz beschäftigt, weil das war für mich so eine ganz zentrale Frage. Wenn man Theaterplastiker lernt, lernt man auch ein bisschen schnitzen. Nicht so richtig, aber zumindest so ein paar Grundlagen. Und da sagte er, ja, da war sein Vater schuld. Er meinte dann, er wäre so ein richtiger Erzgebirge gewesen. Da habe ich gefragt, aber Altenburg, das liegt ja eigentlich nicht im Erzgebirge. Zumindest ein Erzgebirger im Geiste. Und wenn Sie so jemanden kennen, das sind so Leute, die nehmen immer ein Stück Holz und fangen dann an, mit den entsprechenden Eisen und Messern zu schnitzen. Und es muss alles ganz perfekt werden. Und wenn man dann am Ende ein Geweih schnitzt, dann bitte schön aus einem Stück und nicht angedübelt. Und dort hat er seine Grundkenntnisse gelernt, ohne die man einfach nicht in Holz arbeiten kann. Und dann trafen die beiden auf Hartmut Lohns, der erste Leiter der Ausbildung an der staatlichen Schauspielschule, also nochmal heute Ernst Busch, unter der Sie die meisten Namen kennen. Und der hat gesagt, ich hole euch an meine Schule. Und dann haben sie eben also nebenbei schon angefangen, Aufträge zu machen. Und die erste so richtige Arbeit für die große Bühne, wo auch dann ihr Name drauf stand, das können Sie sich dann auch gleich in der Ausstellung anschauen, war eine Arbeit für die Staatsoper, und zwar Meister Pedros Puppenspiel, Marionetten. Und das Honorar war so vielversprechend, dass sich die Möglichkeit ergab, okay,
wir können freischaffend werden. Was damals gar nicht so einfach war. Erste Auftraggeber waren die Theater in, also natürlich die Puppentheater in Magdeburg, in Berlin und Naumburg. Und als Ausstatter, die sich dann mit Werken von Barbara und Günter Weinhold schmücken konnten, zählten dann Irmgard Lieske, Constanza Kara-Kovalorenz, Roswitha Stahl und andere. Es galt zu lernen, das war eben auch eine Riesenherausforderung, weil wie baut man überhaupt so eine Puppe? Die soll ja auch funktionieren, die soll wirken auf der Bühne. Und im Laufe der Zeit haben die beiden daran eine immer größere Virtuosität erlangt. Die erste eigene Ausstattung, wo wirklich alles aus einem Guss war, das war die Fliegenden Pferde von Habis Bad für das Puppentheater Dessau, damals allerdings nur in Teilen in Holz geschnitzt. Es gibt natürlich neuere Meilensteine. Wir wollen nicht einfach bei den Alten bleiben, denn in einer Ausstellung gibt es bis zur Gegenwart. Und da wurde ich vorhin nochmal gebrieft, dass ich die auch nicht vergessen soll. Und zwar sind es zwei Ausstattungen, die Sie auch in der Ausstellung sehen können, beide am Puppentheater Magdeburg. Denn Barbara hat nochmal mehrere Jahre am Puppentheater Magdeburg als Ausstatterin gearbeitet. Also da war Günther freiberuflich, sie hat fest engagiert gearbeitet. Und das sind Reinicke Fuchs, die im Jahre 2009 entstanden sind, und die Geschichte vom kleinen Onkel im Jahre 2011. In der Ausstellung können Sie sich selber von der Meisterschaft überzeugen. Zum Schluss möchte ich noch mal ganz kurz auf den Stil von Barbara und Günther eingehen. Das ist ja wirklich ein Team, die beiden. Sie werden das auch sehen, oben die Entwürfe, die oft von ihr sind, die Ausführungen in Teilen von ihr, in Teilen von ihm. Sie konzentriert sich eher auf den textilen Bereich, er ist eher für das Holz zuständig. Aber so ganz einfach trennen lässt sich die ganze Sache nie. Die beiden sind wirklich eine Arbeitsgemeinschaft, die das Ganze produzieren. In der Frühzeit gab es Figuren, die ich sehr gerne mag, weil sie haben oft so Kulleraugen gehabt, kleine Knubbelnasen und eine ungeheuer freundliche Erscheinung, ungeheuer sympathisch ansprechend. Dann kamen aber auch Figuren dazu, und ich denke, das hängt mit der Arbeit auch mit Furcht und Elend des Dritten Reiches zusammen, die sehr ernsthafte Wesen wurden. Es gibt dann auch Figuren, die sich dadurch auszeichnen, dass sie zum Beispiel sehr ständige Waden haben. In den 80er Jahren habt ihr gerne in diese Richtung gearbeitet. Aber in der Zwischenzeit haben die Puppen eine ungeheure Eleganz und Ausstrahlung entwickelt, die ich sehr schätze. Und diese Ausstrahlung, die diese Puppen haben, das betrifft die Frühen genauso, aber die jüngeren Arbeiten, da merkt man wirklich, dass ihr immer wieder an euch gearbeitet habt. Die lassen einen einfach nicht unberührt. Also ihr habt eine ungeheure Bandbreite und ich denke auch, dass man das in der Ausstellung sehen kann. Die beiden haben mir jetzt gesagt, dass sie es in der nächsten Zeit etwas ruhiger angehen lassen. Ich glaube, offiziell seid ihr auch Rentner, zumindest so ein bisschen, aber da gibt es ja immer dieses Wort mit dem Ruhestand und dem Unruhestand. Und ich bin sehr optimistisch, dass ihr es vielleicht wirklich ein bisschen ruhiger angehen lasst, aber dass ihr uns noch manche beeindruckende Ausstattung aus eurem Atelier schenken wird, die dann auch auf der Bühne zu sehen sein wird. Ich danke euch für diese Arbeit, die ihr über viele, viele Jahre geleistet habt und aus deren wir jetzt einen kleinen Ausschnitt hier sehen können.